Heute mein Gast im Dialog, die Menschenrechtsaktivistin und Islamkritikerin, die sich Sabatina James nennt. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Sabatina James ist nicht Ihr wirklicher Name. Warum kennen wir den richtigen Namen nicht? Zunächst einmal, weil ich im Opferschutzprogramm der Polizei kam, als ich von meiner Familie mit dem Tod bedroht wurde, weil ich den Islam verließ. Und heute, weil ich islamkritische Aufklärung mache und dafür von Islamisten bedroht werde. Wir haben vor 4,5 Jahren schon mal miteinander gesprochen, auch in Berlin. Wie ist es Ihnen in den letzten 4,5 Jahren gegangen? Hat sich etwas verändert? Ja, also die Drohungen sind dazu gekommen. Und ich kann mich mittlerweile in Deutschland noch weniger frei bewegen wie damals. Und das finde ich sehr schade, weil ich bin nach Deutschland geflüchtet, um hier meine Menschenrechte als Frau wahrzunehmen. Und ich stelle fest, dass das hier auch nicht mehr geht, weil unsere Regierung auch die Täter willkommen heißt. Also diejenigen, die Menschen wie mich bedrohen, die dürfen ja weiterhin hier bleiben. Denen geschieht ja nichts. Und deswegen ist meiner Meinung nach auch die freie Meinungsäußerung über den Islam in Deutschland nicht mehr gewährleistet. Nun sind Sie sehr profiliert mittlerweile als Islamkritikerin, also als Kritikerin einer Glaubensgemeinschaft. Sie haben dazu Bücher verfasst. Man kennt Sie aus zahlreichen Fernsehsendungen. Ist da nicht die Gefahr, dass die eigene Opfergeschichte auch den Blick auf eine Religionsgemeinschaft, in dem Fall den Islam, verstellt? Ich finde, das ist überhaupt kein Argument und vor allem empfinde ich das sogar als Hetze gegen die Opfer. Also man muss sich mal vorstellen, man würde einem Opfer, das unter den Nazis gelitten hat, sagen, es hätte einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Sie haben ein Buch vorgelegt und warnen vor einer Scharia in Deutschland, also vor der Islamisierung. Aber die Mehrheit der Muslime, die hier im Land leben, sind ja durchaus friedlich und haben sich ganz überwiegend gut eingegliedert in die Gesellschaft. Zunächst mal muss man sagen, dass der Mehrheitsislam der islamischen Staatengemeinschaft nicht friedlich ist, sondern islamistisch. Die islamische Staatengemeinschaft OIC hat eine eigene Menschenrechtserklärung herausgegeben, die sogenannte Kairoer Menschenrechtserklärung. Und diese Menschenrechtserklärung sagt ganz klar, dass Frauen und Nicht-Muslime niemals rechtlich gleichwertig sein dürfen. Und schon im Artikel 1 beginnt das, dass zum Beispiel alle Menschen Würde haben, aber dass der rechte Glaube, also der islamische Glaube, die Garantie für diese Menschenwürde ist. Das heißt, nur Muslime haben Menschenwürde. Dann steht da auch noch drinnen zum Beispiel, dass alle Menschen eine Menschheitsfamilie bilden, auch im Artikel 1. Aber diese Menschheitsfamilie ist in der Unterwerfung Allahs. Das heißt, nur Muslime bilden die Menschheitsfamilie. Und so geht das ständig weiter. Und dass es Menschenrechte nur unter der Scharia gibt. Und das ist der Mehrheitsislam, den wir zurzeit haben, weil das geben die ja auch vor. Die sagen das ganz offen, dass sie den Islam repräsentieren. Sie sind das Sprachrohr für den Islam und wenn da 56 islamische Länder dabei sind, dann ist das, finde ich, ein Skandal und dass da überhaupt nicht darüber gesprochen wird. Nochmal zurück zu Ihrer persönlichen Geschichte. Sie haben dann vor Jahren einen Verein gegründet, Sabatina e.V., mit dem Ziel, eben bedrängten, gerade jungen Frauen, Mädchen zu helfen. Mhm. Was konkret machen Sie da? Wir helfen Frauen, die vor der Zwangsheirat flüchten und Frauen, die von wie ich zum Christentum konvertieren oder atheistisch werden und dafür von ihrer Familie bedroht werden. Wir haben eine Zuflucht, wo wir diese Frauen aufnehmen und dort dürfen sie auch so lange bleiben, bis sie auf eigene Füße stehen. Einige unserer Opfer, die in der Zuflucht waren, sind mittlerweile auch in Berlin, haben da einen Job gefunden. Und wir haben Kooperationspartner in Deutschland, mit denen wir zusammenarbeiten, weil die Fälle so viele sind, dass wir gar nicht alle Frauen auch unterbringen können. Also wir haben um die 100 Hilferufe und dann pro Jahr.
Und dann helfen wir mittlerweile auch verfolgten Christen in meiner Heimat Pakistan und mittlerweile auch in Deutschland, wo sie in den Asylheimen von islamischen Asylbewerbern angegriffen werden. Wie viele Mädchen und Frauen betreuen Sie im Schnitt? Also es sind circa 100 Anfragen, die wir bekommen. Und natürlich nehmen wir nicht alle. Die können Sie alle bearbeiten oder denen können Sie allen helfen? Also jede Beratung ist eine Hilfe für das Opfer. Aber nicht jedes Opfer entscheidet sich dann auch zu fliehen. Manchmal sind es einfach auch Fragen, die sie stellen, dass sie zuerst mal schauen, kann ich darauf vertrauen, dass, wenn ich von zu Hause flüchte, eine Sicherheit, eine Stabilität da ist. Und das ist das im Endeffekt, was unsere Sozialarbeiterinnen dann machen. Ich mache das ja jetzt zurzeit nicht persönlich, sondern wir haben zwei Sozialarbeiterinnen, die in der Zuflucht arbeiten und die diese Frauen betreuen. In unserer Zuflucht gibt es nur 5 Plätze. Aber wie gesagt, wir haben andere Kooperationspartner. Aber Sie sind das Gesicht dieses Vereins, dieses Hilfevereins, sind selbst aber in einem Opferschutzprogramm. Mhm. Können Sie über das Propagieren dieses Vereins und darüber das Gesicht dieses Vereins zu sein, der Kopf dieses Vereins, mhm, auch aktiv selbst noch etwas tun oder ist Ihre Bewegung zu sehr eingeschränkt? Meine Bewegung ist sehr eingeschränkt mittlerweile. Das war ja in den letzten Jahren nicht so stark. So konnte ich mich auch mit den Opfern sehr leicht treffen. Aber auch heute, ich meine, nach dieser Sendung werde ich mich mit einer jungen Frau treffen, die von ihrer Familie geflüchtet ist und deren Schwester sich sogar das Leben genommen hat, kurz vor einer Zwangsheirat. Diese Opfer treffe ich dann schon, aber es sind dann Sicherheitsvorkehrungen da. Also der Erstkontakt ist immer mit einem Personenschützer und das wird auch heute so der Fall sein. Sie sind ja auch vor Ihrer eigenen Familie seinerzeit geflohen, waren mit dem Tode bedroht, weil Sie sich einer Zwangsheirat widersetzt haben und weil Sie konvertiert sind. Hat sich daran etwas verändert? Haben Sie wieder Kontakt zu Ihrer Familie? Also ich habe meine Familie seit über 13 Jahren jetzt nicht mehr gesehen. Ich möchte aber auch ganz klar betonen, dass meine Eltern keine Monster sind und auch meine Geschwister. Sie sind sehr modern und sie haben sich das alles auch nicht ausgedacht, was sie damals getan haben, sondern sie haben einfach nur die Regel Mohammeds befolgt und nach der Regel Mohammeds müssen Menschen wie ich getötet werden. Da gibt es in der Scharia auch keine Ausnahme, außer vielleicht noch lebenslange Haft, eben nach der hanbalitischen Schule, wie Herr Kienzle das mir so schön erklärt hat bei Markus Lanz. Aber das ist für mich auch keine schöne Perspektive. Und das ist ganz wichtig, weil das manchmal natürlich auch gesagt wird, naja, meine Eltern hätten den Islam falsch verstanden und so weiter. Nein, meine Eltern waren einfach konsequenter als andere Muslime. Und was ich auch schade finde, ist in dieser Ehre- und Schamkultur im Islam, ist, dass diejenigen, die dann auch ihre Töchter nicht mit Gewalt beseitigen, von der Gemeinschaft ausgestoßen werden. Das heißt, dass auch auf den Tätern so ein großer Druck von der Gemeinschaft lastet, dass sie zum Teil einen sozialen Tod erleben, wie Ausgestoßene sind, weil Familien, die keine Ehre mehr haben, weil die Tochter zum Christentum konvertiert, mit denen verkehrt man nicht, mit denen macht man keine Geschäfte, mit denen heiratet man nicht und die sind wie Aussätzige. Und darunter leiden sehr, sehr viele Menschen, ich verteidige sie jetzt nicht, es war falsch, was sie getan haben, aber ich möchte einfach auch sagen, dass es nicht so schwarz-weiß ist, sie sind Täter und ich bin Opfer, sondern es sind eigentlich alle Opfer dieses Ehresystems. Aber reden wir da nicht von einer ganz radikalen, sehr kleinen Minderheit von Muslimen, wenn wir auf das Verhalten jetzt auch ihrer Familie gucken? Also es gibt in Deutschland über 3000 Betroffene von Zwangsheirat, beziehungsweise solche auch, denen die Zwangsheirat droht. Wir haben jeden Monat eine Hinrichtung nach Scharia. Und weltweit gibt es tausende Frauen, die im Namen der Ehre getötet werden. In meinem Heimatland Pakistan sind über 80% der Frauen Opfer von der Gewalt im Namen der Ehre. Und das könnte ich weiter fortsetzen. Wir haben 60 Millionen Kinder heiraten zurzeit laut UNICEF. Und die meisten Kinder heiraten finden in der islamischen Welt statt. Jede fünfte Minute wird ein Christ
wegen seinem Glauben getötet, die meisten davon in islamischen Ländern. Also die Zahlen sind sehr, sehr hoch. Und selbst wenn es ein einzelner Fall wäre, sprechen Sie mal von den bei den NSU-Morden von Einzelfällen, wegen denen nichts zu unternehmen ist. Dann schauen wir uns die Reaktionen an und dann sieht man auch, was dieses Argument ist ja nur ein Einzelfall auch wert ist. Ne? Ja, selbstverständlich ist jeder Fall einer zu viel. Ja. Darüber kann man sich ja schnell verständigen. Dennoch ist ja die Frage, ob es daraus abgeleitet einen Generalverdacht gegen hier lebende Muslime geben kann, in Europa lebende Muslime. Wir haben gerade gesprochen über die Muslime in anderen Ländern, in islamischen Ländern, aber wir sind ja hier in Europa. Und da ist die Frage, ist es richtig, da eben so einen Generalverdacht gegenüber einer Glaubensgemeinschaft auszusprechen? Also ich habe ja gar keinen Generalverdacht ausgesprochen. Ich habe ja nur über die Opfer erzählt, also ich habe ja gar nicht einen Generalverdacht ausgesprochen. Das heißt, Sie würden schon sagen, dass man Muslimen genauso begegnen kann und Musliminnen wie jedem anderen Bürger und jeder anderen Bürgerin in diesem Land auch? Ja, also selbstverständlich. Also ich habe aber nur das Gefühl, also das habe ich auch selbst damals erlebt. Ich war ja selber Muslimin und in diesem kleinen Dorf in Salensbach. Dieses Europa, was ich damals in Österreich kennengelernt habe, das ist zurzeit für mich am Zerbrechen. Wir wurden da aufgenommen mit einer großen christlichen Nächstenliebe. Dieses Dorf hatte ein katholisches Selbstverständnis. Die Lehrer, bevor die Schule begonnen hat, mit den Schülern haben zusammen gebetet. Und für mich war das so eine heile Gesellschaft, in der ich mich damals als Muslimin sehr gut integrieren konnte. Ich habe keinen Rassismus erlebt. Und das, was mich da so beeindruckt hat, war auch, ich dachte immer als Muslimin, den Menschen da ist nichts heilig. Aber denen war ihr Glaube sehr heilig. Und das haben die auch in einem Selbstverständnis da gezeigt. Aber das ist am Zerfallen. Was die Leute, auch die Flüchtlinge, denke ich, die es hierher kommen, gerade merken, ist so, okay, genau das Gleiche, wie ich damals wahrscheinlich auch gedacht habe. Den Leuten ist nichts heilig, ich möchte niemals so werden und ich möchte mich niemals in so eine Gesellschaft integrieren, weil einfach, denke ich, ein großes, auch geistiges Vakuum in unserer Gesellschaft da ist. Gab es mal in diesem Land einen Bundespräsidenten, von dem möglicherweise nicht so furchtbar viel in Erinnerung bleibt, aber von ihm ist der Satz, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Wie stehen Sie zu dem Satz? Also ich finde ihn zunächst einmal sehr undifferenziert und die ganze Debatte darum finde ich auch total unsinnig. Weil zuerst einmal, wenn der Islam zu Deutschland gehört, muss man sich natürlich fragen, welcher von den ganzen Strömungen. Und dann, wenn man sich dann entschieden hat, okay, vielleicht der Mehrheitsislam, den die meisten praktizieren, dann ist es der sunnitische Islam, gut, dann gehört aber auch die Scharia zu Deutschland. Und das kann der Präsident damals eigentlich nicht gewollt haben. Also ich finde es total unsinnig. Nun ist das ja dann nochmal modifiziert worden durch den Fraktionsvorsitzenden der Union im Bundestag, durch Volker Kauder, der auch in Abrede gestellt hat, hat gesagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, aber die Muslime gehören zu Deutschland. Könnten sich mit dem Satz eher anfreunden? Also die Muslime, die demokratisch sind und unsere Grundrechte und das Grundgesetz akzeptieren und danach leben, gehören zu Deutschland. Diejenigen, die undemokratisch sind, die rassistisch sind, die gehören nicht zu Deutschland und sollten wieder zurückgeschickt werden. Nun haben Sie ja auch in Ihrem Buch zum Ausdruck gebracht, dass der Islam zumindest eben einer kritikwürdigen Haltung Vorschub leistet. Wir haben aber in diesem Land inzwischen über 4 Millionen Musliminnen und Muslime wohnen. Wie sollten wir mit diesen Menschen umgehen, die ja in dieses Land gekommen sind, hier überwiegend auch sich integriert haben, die hier arbeiten, die hier leben? Wie muss man mit ihnen umgehen? Wie muss man ihnen oder sollte man ihnen aus Ihrer Sicht begegnen? Also da sprechen Sie natürlich das Thema Integration an. Integration kann nur bei denen gelingen, die integriert werden wollen. Das ist ganz wichtig. Wer Frauen betatscht, Schwule klatscht, Juden bepöbelt und Christen angreift, da müssen wir ganz klar sagen, das ist kein armes, schutzbedürftiges Opfer, das in unser Land gehört, sondern das ist ein islamistischer Täter
und er gehört dorthin geschickt, wo er das gelernt hat. Wenn wir dieses Signal setzen, werden wir irgendwann demokratische, liberale Muslime hier haben, weil wir das richtige Signal an die Muslime geben, dass bei uns nur die Menschen leben dürfen, die sich an die Menschenrechte halten und auch an unsere Gesellschaftsordnung. Sie haben ja lauter Taten jetzt aufgezählt, die auch ohnehin schon unter Strafe stehen. Ist die deutsche Mehrheitsgesellschaft auch in der Anwendung dieser Strafen konsequent? Strafen bringen meiner Meinung nach nichts, solange also wir... Wenn man zum Beispiel jemanden wegen seiner sexuellen Orientierung oder aus anderen Gründen beleidigt oder gar tätlich angreift, dann ist das ja ein Straftatbestand. Also das ist mir jetzt ja schon, wenn ich den Opfern zuhöre, dann ist mir das wirklich neu, weil wenn man sich anschaut, wie wenn zum Beispiel draußen Muslime schreien, Juden ab ins Gas, dann gehen sie straffrei wieder raus. Und das ist anscheinend wieder modern, ne? Das auf den Straßen zu rufen, und da passiert gar nichts. Pierre Vogel veröffentlicht seine Videos über Steinigungen, da passiert gar nichts. Ein bekannter Islamist und konvertiert, also zum Islam konvertiert. Richtig, ja. Also ich finde schon, dass wir in einer sehr, sehr schlimmen Meinungsdiktatur zurzeit leben. Ja? Also hier dürfen heutzutage Leute wie Pierre Vogel ihre Propaganda betreiben, und da passiert nichts, wenn sie zu Steinigungen aufrufen. Auf der anderen Seite darf ein Journalist kein Smiley nach einem Statement, das er vielleicht als Spaß geschrieben hat, drunter setzen, weil dann ist die Meinungsdiktatur da und dann wird er von seinem Job gekündigt. Also ich finde, das ist eine sehr perfide Strategie und sehr ungerecht, was gerade abläuft. Worauf führen Sie das zurück? Sie sprechen gerade vermutlich Matthias Matusek an, ja. Ein Journalist, der für die Welt gearbeitet hat. Ja. Wissen Sie, ich habe mir das schon öfters überlegt, warum wird der antidemokratische Islamismus nicht konsequent bekämpft? Und ich denke, ich meine, die Islamisten sind ja Verbündete und Geschäftspartner, ne? Erdogan, Katar, Saudi-Arabien, die Emirate. Und vielleicht stehen die Wirtschaftsinteressen vor den demokratischen Willen der Gesellschaft und der Bevölkerung und ihren Wünschen. Anders kann ich mir das ja eigentlich gar nicht erklären. Man müsste die Leute selbst fragen. Man müsste sie selbst fragen, sicher. Aber glauben Sie, dass tatsächlich also die Haltung der Gesellschaft geprägt ist von den Wirtschaftsinteressen großer Unternehmen und des Staates? Ich habe nicht die Gesellschaft. Ich habe gesagt, die Verbündeten ja die der Politik. Nein, die Gesellschaft hat keinen Vertrag mit Saudi-Arabien oder Emirate. Im Gegenteil, sie lehnen das sogar ab. Aber wenn wir haben unsere Waffentransporte nach Saudi-Arabien und Saudi-Arabien ist Partner der Bundesregierung und wir haben Katar und Erdogan und so weiter als Partner, und dann sind Islamisten unsere Partner. Aber deswegen die Frage, deswegen wird doch nicht eben ein unabhängiges deutsches Gericht darauf verzichten, Strafverfolgung anzuwenden, nur weil wirtschaftliche Interessen von Großunternehmen oder auch von Staaten betroffen sind. Ist das Ihr Bild von der deutschen Justiz, dass sie diesen Vorgaben oder dass sie solchen Vorgaben Vorgaben überhaupt gibt? Ja. Ich habe vorhin von antidemokratischen Islamisten gesprochen, die andere angreifen und die Gewalt lehren, wie Pierre Vogel. Ja? Und diese Leute, die Gewalt predigen und die Gewalt ausüben, die dürfen weiterhin in Deutschland da bleiben. Der Polizei sind genügend Fälle bekannt. Aber es passiert ihnen gar nichts. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gerne ein paar Beispiele bringen. Von Leuten, die andere angegriffen haben, Leuten, die christliche Asylbewerber in den Asylheimen fast zu Tode geprügelt haben und wo die islamistischen Täter weiterhin hier bleiben dürfen, während der Christ, der fast tot geprügelt wurde, wieder zurückgeschickt wurde. Das kann ich Ihnen erzählen. Und deswegen, wissen Sie, ich habe einfach keine Illusionen mehr, weil ich einfach den Opfern zuhöre und denen geht es eben so, und für sie bin ich das Sprachrohr. Nun gibt es bei vielen Menschen in diesem Land auch die Befürchtung, dass mit einer großen Zahl von Flüchtlingen auch Terror
oder Terrorgefahr zumindest, importiert wird. Wie ist da Ihre Erfahrung? Sie haben Kontakt zu Flüchtlingsheimen, ja, zu Asylbewerberheimen. Ist das tatsächlich eine Gefahr, die Sie sehen? Also selbstverständlich kommen mit den Flüchtlingen auch Islamisten in unser Land und damit holen wir eine rassistische und feindliche Ideologie in unser Land. Das haben wir mit Köln gesehen. Das sehen wir jetzt durch diese neue Studie, die über die Verfolgung von Christen in deutschen Asylbewerberheimen veröffentlicht worden ist. Was ist das für eine Studie? Können Sie das kurz erklären? Das ist eine Studie von christlichen Hilfsorganisationen, Open Doors. Und in dieser Studie wird einfach vorgelegt, wie christliche Asylbewerber in den Asylheimen angegriffen werden und was für eine Verzweiflung da eigentlich da ist und wie sie vor allem von deutschen Behörden trotzdem im Stich gelassen werden. Was bedeutet das denn für die Willkommenskultur, die wir ja in diesem Land haben, gegenüber Menschen, die in Not ja auch sich an uns wenden und die hier Zuflucht suchen? Ja, also zunächst mal muss ich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass die Willkommenskultur anscheinend nur für diejenigen gilt, die sich lautstark Gehör verschaffen und diejenigen, die wirklich Opfer sind, sehr oft abgelehnt werden. Also ich spreche jetzt einfach auch die Flüchtlingspolitik von der Bundeskanzlerin an. Sie spricht von Mitgefühl. Solange aber die Anträge von christlichen Flüchtlingen aus islamischen Ländern regelmäßig und systematisch abgelehnt werden auf Aufnahme in Deutschland, ist die Behauptung von Mitgefühl meiner Meinung nach eine glatte Lüge. Das heißt, es wird, Sie sagen, systematisch abgelehnt, wenn jemand einen christlichen Hintergrund hat? Also von den Fällen, und wie ich es vorhin gesagt habe, ich kann Ihnen mal ein paar Beispiele bringen, wenn Sie wollen, von Leuten, die hierher gekommen sind. Ich sage einfach von einem jungen Mann, der ist geflüchtet aus Libyen. Er war dort in der Gefangenschaft vom Islamischen Staat. Nach Freikauf und einer Odyssee über Italien hat er es nach Deutschland geschafft. Hier angekommen wurde er von islamischen Asylbewerbern im Asylheim wegen seines Glaubens angegriffen. Und die deutschen Behörden haben in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ihn und seine Schwester von der Familie getrennt, haben sie zum Flughafen gebracht. Und ich bekam dann den Anruf aus Italien, sie haben mich wieder abgeschoben, während derjenige oder diejenigen, das waren ja mehrere, die ihn angegriffen haben, weiterhin hier bleiben dürfen. Das ist jetzt nur ein Fall. Wir haben die Bundesregierung, das haben wir schriftlich vorliegen, mehrmals angefragt für Christen, die verfolgt werden in islamischen Ländern, wo einige Familienmitglieder sogar schon tot sind, hingerichtet wurden, hier aufzunehmen. Und da hieß es, es besteht kein Bezug zu Deutschland. Und dann frage ich mich natürlich, welcher Bezug zu Deutschland besteht für die anderen Flüchtlinge, die herkommen? Haben Sie denn grundsätzlich Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, so wie Sie sie wahrnehmen? Ich finde einfach, dass diese ganze Flüchtlingskrise auf vielen Lügen aufgebaut ist. Zum Beispiel, dass alle auf Deutschland und Europa verteilt werden müssen. Solange die Bundeskanzlerin die Islamische Staatengemeinschaft und die Arabische Liga nicht einmal angefragt hat wegen der Aufnahme flüchtender Muslime, ist die Behauptung, dass alle auf Deutschland und Europa verteilt werden müssten, ja auch eine Lüge. Und dann kommen die Leute hierher und dann denkt man so, okay, diejenigen, die jetzt, wir wissen gar nicht, ob es unter den Flüchtlingen Gewalttäter gibt, das weiß man ja nicht. Auch das ist eine Lüge, denn solange die Politik der Polizei nicht einmal den Auftrag erteilt, der Verfassungswidrigkeit verdächtige Asylbewerber zu observieren, ist die Behauptung, dass man das gar nicht wissen kann, nicht richtig. Man kann es ja wohl wissen, man will es aber nicht wissen. Und wenn man es dann weiß, tut man trotzdem nichts, sondern lässt die Verfassungsfeinde hier. Und das ist das, was ich kritisiere, weil ich denke, da riskieren wir die Menschenrechte und die Demokratie. Nun ist ja gerade diese Flüchtlingspolitik, diese Willkommenskultur sehr gelobt worden, nicht zuletzt von den großen Kirchen auch. Papst Franziskus war in Idomeni und hat dort eben davon gesprochen, dass die Flüchtlinge nicht ein Kostenfaktor sind und nicht ein Problem darstellen, sondern dass sie ein Geschenk sind. Sie sind selbst zum Katholizismus konvertiert. Ja. Spricht Ihnen da der Papst aus dem Herzen? Also
Für mich spricht dann jemand aus dem Herzen, wenn er die Menschenrechte auch achtet. Und ich denke, dass Papst Franziskus es wirklich gut meint, aber wenn die Kirchen und die großen Kirchen, die Bischöfe in Deutschland bis heute nichts unternommen haben für ihre Glaubensbrüder, die in den Asylheimen angegriffen worden sind, dann muss ich sagen, sprechen mir diese Leute überhaupt nicht aus den Herzen, wenn sie solche Aussagen erklären von sich geben. Sie sich das, bitte? Wenn das so ist, wie erklären Sie sich das, dass also ausgerechnet vor den eigenen Gläubigen eben die katholische Kirche oder die Kirchen insgesamt, die großen Kirchen, da so eine Haltung an den Tag legen, wie Sie beschreiben? Irgendein Papst hat mal gesagt, die Kirche ist kein Museum für Heilige, sondern ein Krankenhaus für Sünder. Und ich denke, dass auch manche Bischöfe und Kardinale dem Opportunismus erlegen sind und dass es ihnen wichtiger ist, den Medien und der gesellschaftlichen, was heißt gesellschaftlich, eigentlich den Medien nicht zu widersprechen und der Kurs, der da ist, da nicht entgegen zu strömen, weil man dann sonst einfach auch Ablehnung erfährt. Und darum geht es eigentlich meiner Meinung nach, dass sie sich mehr verpflichtet fühlen, den Leuten nach den Mund zu reden, als ihre Schäfchen zu beschützen und sie zu besuchen in den Asylheimen. Und es ist eine ganz große Verzweiflung da bei den Asylanten. Ich war letztens erst in einem Asylheim in Baden-Württemberg und die Christen sind sehr verzweifelt, weil sie das Gefühl haben, der Westen ist komplett taub für ihr ganz besonderes Leid. Sie werden gerade vernichtet vom Islamischen Staat. Das orientalische Christentum ist am Aussterben und es kräht kein Hahn danach. Und sogar ihre eigenen Glaubensbrüder lassen sie liegen. Und das finde ich sehr bedenklich. Und solange das unsere Bischöfe und auch der Heilige Vater nicht ganz klar angesprochen hat, spricht mir das nicht aus dem Herzen. Ich bin katholisch aus ganzem Herzen. Das hat aber jetzt mehr mit der Lehre der Kirche zu tun, als über die politischen Meinungen von unseren Bischöfen und dem Papst. Nun gibt es vielleicht ganz zum Schluss, das ist ja ein etwas düsteres Gemälde, das Sie zeichnen, auch eben von dem Einfluss des Islam hier. Aber gibt es bei Ihnen denn auch so einen Funken Hoffnung, dass so etwas entstehen könnte, was Bassam Tibi mal den Euro-Islam genannt hat, also eine Form von zivilisiertem Islam, der demokratiekompatibel ist und die Menschenrechte stärker achtet, als Sie das beschrieben haben? Ja, also das düstere Bild, was ich gesagt habe, das ist kein düsteres Bild, sondern das ist die Realität. Ich habe von realen Menschen gesprochen, die leiden. Auch Realität und von einer kann ja düster sein. Ja. Aber ich denke, es wird einfach oft gesagt, dass man zu sehr kritisiert und man soll ja auf das Positive schauen. Und da habe ich das auch erlebt, mal bei einem Vortrag, dass nach dem Vortrag dann, ich habe von Zwangsheiraten gesprochen und dann stand da eine evangelische Pfarrerin auf und hat mich dann gefragt, ob ich auch was Positives sagen kann. Also von Leuten, wo man sich eigentlich die Solidarität erwartet. Und ich habe oft gedacht, auch schon in der Geschichte, ich wünschte, mehr Juden hätten ihre Situation negativ gesehen und hätten daraus Maßnahmen gezogen. Und auch heute, wenn wir diese Dinge so sehen, wie sie sind, auch wenn sie düster sind, und daraus Konsequenzen ziehen, dann kann das eine positive Sache werden. Wenn wir aber alles positiv sehen und alles verleugnen, dann wird daraus eine richtig negative Sache. Sabatina James, wir sind am Ende des Gesprächs. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen. Vielen Dank.